Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Team Fortress 2. Diesmal als Medic und zwar jetzt mal ohne die Australien-Medigern. Ich meine, man kann ja nicht immer nur die Australien. Okay, der ist echt. Und wo? Ja, tut mir leid, aber ich will jetzt nicht unbedingt einen aufgepushten Demo als Medic bekämpfen. Scheint mir nicht so ganz die beste Idee zu sein. Hier ein bisschen heilen, okay. Aber darum sollte es mir gar nicht gehen, sondern ich wollte über die Schule reden. Ja, wirklich die Schule. Idee daher, die Klausur kommt ja. Also Klausursaison. Dazu muss man wohl einfach nichts sagen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, warum man überhaupt über die Schule reden kann. Nun, dies ist einfach und schnell gesagt. Auch wenn es meistens nicht so erscheint, die Schule ist nun mal notwendig. Und ich sage jetzt extra nicht nützlich. Naja, nützlich, das lassen wir mal im Raum stehen. Ich meine, bei manchen definitiv nicht. Bei manchen, ja, wo, naja, schwer zu sagen. Okay, jetzt mal hier achten. Ich möchte jetzt kein Stairstep. Okay, wo ist er hin? Habe ich den gerade beim Kill assisted? Tut mir leid, ich wollte sofort wieder aufs Thema zurückkommen. Das Spy war nur auch sehr wichtig. Ach ja. Eins, zwei. Ja, ich weiß, ich setze jetzt auf die Taktik des schon nicht mehr funktionierenden Gunslingers, also Sample Werfers. Oh, ich lenke schon wieder ab. Okay. Diesmal Kopf. Egal, was jetzt passiert und wenn das gesamte gegnerische Team vor der Tür steht. Ich rede jetzt weiter über das, was im Plan, also jetzt nicht im Plan, sondern was ja, um dem Gesprächszettel hier steht. Und zwar ist das, wie ich schon erwähnt habe, na, wer weiß es? Sekunde, hat gerade das geklappt? Scheiße, verdammt. Ich wollte mich ja nicht mehr ablenken lassen. Tja, hat ja gut geklappt. Auf jeden Fall, wie gesagt, Schule ist nützlich. Glaubst du nicht? Ist aber so. Pyro? Yippie-ki-yay. Und zwar, wie erwähnt, Schule ist nützlich, denn ohne Schule könnte man nichts lernen. Und sowas, so dumm es auch scheint, es ist wirklich nützlich und auch notwendig. Beispielsweise ermöglicht einem die Schule die Grundsätze von Englisch. Ja, ich gebe zu, meine Englischkenntnisse jetzt beispielsweise habe ich nicht aus der Schule, sondern wirklich größtenteils von Tutorspielen. Also, ich muss sagen, da fällt das schon extrem auf der Reihe. Nun ja, aber dennoch. Es wird ja oft in der Schule gesagt, lernt gut, denn ihr lernt nicht für euch. Sekunde, ihr lernt nicht für die Schule, sondern für euch. So rum. Andersrum wäre es ein bisschen problematisch. Wir gucken mal kurz. Und zwar. Ja, Spy. Und zwar ist es folgendermaßen, dass. Naja, wie soll man sagen? Also. Ein Gelehrter hat mal gesagt, non scholae sed vitae discimus. Ja, das kommt vom Lateinkurs. Da handelt man sich auch ganz schön was ein. Deswegen, es gibt wirklich ein paar gute Sachen in der Schule, beispielsweise auch wenn, naja, non scholae sed vitae discimus, ach übrigens, kurze Übersetzung, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Naja, das ist durchaus wahr. Ich meine, die Schule kann durchaus Tests und so weiter machen, aber letztendlich ist es doch mehr, naja, für das Leben, ne? Ich meine, okay, wenn man jetzt beispielsweise die Differentialrechnung nimmt, also generell, Mathe ist doch für das Leben nützlich. Ein Beweis? Gerne! Und zwar der allseits beliebte Trade.
dass ein Item, das 5 Rev wert ist, mehr wert ist als ein Item, das 5 Scrap wert ist, das ist durchaus eine mathematische Erkenntnis. Ah, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Okay, also wie gesagt, mathematische Grundkenntnis. So. Naja. Oder auch beispielsweise, naja, bei Team Fortress funktioniert es ja nicht so ganz. Wenn ich den einmal mit einer Crit-Melee-Waffe erwische, schottischer Schädelschreiter ausgenommen, hat der 195% Schaden. In einer dementsprechenden Rate regeneriert sich beispielsweise bei Medic das Leben, wenn er im Kampf ist um einen gewissen Wert und wenn er außerhalb des Kampfes ist um einen entsprechend höheren Wert. Somit kann man einbeziehen, wann man sich beispielsweise auch als Soldier mit dem Eroberer wieder in den Kampf stürzen kann, wenn man diese Berechnung vornimmt. Und noch etwas, beim Denken ist das wesentlich schneller. Beispielsweise, ich werde jetzt von einem Bodyshot erwischt und verliere 148 Lebenspunkte. Dann werde ich schleunigst die Überladung aktivieren und mich in Sicherheit bringen. Naja, Sekunde mal, wenn ich jetzt den Bodyshot kassieren würde, dann würde ich mich trotzdem überraschen. Aber dennoch wird jetzt hier beispielsweise ein komplett übercharged Heavy Team um die Ecke kommen. Ja, Überladung aktivieren, weg. Vor allem mit Natascha. Dann hätte ich nämlich auch keine Chance mehr zu fliehen und die Über wäre weg. Einfach so. Und insofern helfen auch Berechnungen. Na gut, jetzt ist das natürlich auch was ganz anderes zu sagen. Das ist das Mathe, was in der Schule beigebracht wird. Aber in Grundzügen ist es das. Also, durchaus. Mittelmäßig. Etwas. Naja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nun, wie auch immer, hier geht's nicht mehr vorwärts. Ach ja, zusätzlich. Sekunde, ich muss gleich was erklären. Zusätzlich, naja, natürlich auch Sprach-, Grammatikkenntnisse und so weiter irgendwann. Ja, es ist schon was komplett Eigenes. Sag mir bitte, du greifst jetzt an. Oh. Ne, der ist abgehauen. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Ich war irgendwie bei Nützlichkeit der Mathematik, wenn ich mich recht entsinne. Ah, verdammt, was ist das mit der ganzen. Ich sagte gerade eben extra noch, wenn hier das gesamte Team steht, werde ich mich immer noch auf das Sprechen konzentrieren. Ja, nee, ist klar. Naja, aber es ist nun mal so. Beispielsweise auch diese ganzen kleinen Kinder. Es ist auch eine Lerngeschichte. Wenn man da sagt. Oh, der hat doch mal gerade seine Flairgun bekommen. Und den konnte ich auch nicht mehr retten. Langsame Reaktionszeit, mein Lieber. Zu langsam. Ich hab dich. Och nee, wie viele denn noch? Hab dich, hab dich, hab dich. Oh nein, komm schon. Ja, du bist safe. Mehr oder so auch solche Sachen als Medic. Da hilft Berechnung auch. Ein Beispiel. Brennender Spieler mit 5 HP und brennender Spieler mit 100 HP stehen vor dir. Welchen heilst du? Der mit 100 HP überlebt. Also will den Brand überleben. Der mit 5 HP definitiv nicht. Hier liegt ein blauer Sniper. Ich habe Schwarzbild. Wieso ruft der Scout nach dem Medic? Ach, weißt du was? Fick dich doch auch, wenn du ein Spy bist, hast du.
kurz gucken. Scheibenkleister. Ich wollte hier noch was machen. Jetzt. Ah, fuck. Jetzt war es auch noch gegen den Tank. Ja, gut, hier hast du. Jetzt. Ubercharge. Kaboom. Come on. Soldier. Come on. Yep. Zu blöd, den Flammenwerfer zu benutzen. Ja, er hat's gelernt. Und da ist der Schaden nicht mehr durchgekommen. Tja, genau sowas meine ich auch mit Mathe, mit Einberechnen. Und übrigens, ich habe mir etwas überlegt, dieses Mal nur ein Leben, war ja auch theoretisch lang genug. Deswegen, sorry, wenn es jetzt zu kurz wird, dann habe ich eine falsche Zeiteinschätzung, ich habe vergessen auf die Uhr zu gucken. Und deswegen sag ich jetzt Ariados und bis zum nächsten Mal. Ups, falsche Taste. Okay, ich habe wahrscheinlich schon. Naja, tut mir leid, es ist halt gerade Klausurzeit, da ist das Hirn nicht mehr so ganz bei der Sache. Kennt ihr ja. Wenn ihr noch zur Schule geht. Oder auch wenn danach.